Yo, was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute habe ich für euch brandheiße Informationen zu Blackbeards Familie. Denn im neuesten One Piece Magazine Volume 8 wurden uns nämlich einige Familienmitglieder von Blackbeard gezeigt. Also schaltet nicht ab, denn nach einem kurzen Intro geht es sofort los. Und Intro ab! Das One Piece Magazine, welches mehrmals jährlich erscheint, gibt uns immer recht schöne Behind-the-Scenes-Informationen. Am 13. Dezember erschien nun die neueste Ausgabe mit Volume 8. Unter anderem haben wir dort Infos zu Blackbeards Familie bekommen, einen neuen One Piece Novel, uns wurden neue Teufelsfrüchte gezeigt und es gab wieder neue Concept Arts sowie ein großes Sanji Wanted Poster. Doch in diesem Video möchte ich mich mit den Skizzen beschäftigen, welche Oda uns gegeben hat zu Blackbeards Familie. Und zwar haben wir von Oda eine Skizze bekommen von Blackbeards Mutter. Sie wirkt recht zierlich mit einem frechen Grinsen im Gesicht. Wenn ich sie mir aber so anschaue, sagt mir mein Gefühl, dass sie kein bösartiger Charakter ist. Dies würde also dann bedeuten, dass es für Blackbeard irgendeinen Antrieb gegeben haben muss, welcher ihn böse hat werden lassen. Da wir seit dem letzten Chapter wissen, dass er ein Weise war, muss seine Mutter vermutlich verstorben sein. Könnte dies der Grund sein, weshalb Blackbeard seinen Plan schmiedete? Will er seine Mutter rächen? Wir wissen ja von Whitebeard, dass die Weltregierung hart gegen Länder vorgeht, die den himmlischen Tribut nicht zahlen können. Was, wenn auch Blackbeards Land diesen nicht zahlen konnte, die Marine dort eintraf und alles in Schutt und Asche legte und dabei möglicherweise Blackbeards Mutter verstarb? Dies könnte auch das Bild erklären, wo Oda mal Blackbeard als Kind zeichnete. Er war traurig, doch durch was? Durch den Verlust seiner Mutter vielleicht. Wenn Oda sich wie bei Blackbeard selbst an den reellen Blackbeard anlehnt, dann sollte seine Mutter heißen wie die Mutter des echten Blackbeards und dieser Name war Rachel. Marshall D. Rachel. Doch das ist nicht das einzige an Informationen, was uns das One Piece Magazine über Blackbeards Familie liefert. Wir kriegen von Oda zudem eine weitere Skizze und auf dieser Skizze sehen wir Blackbeards kleine Schwestern, welche ebenso recht freundlich aussehen. Zudem sagt die Skizze, dass beide Schwestern gute Manieren hätten. Neben den Schwestern sehen wir dann ein weiteres Bild von Ace Gesicht, welche recht schockiert schaut. Dabei steht sogar noch, Ace konnte seinen schockierten Gesichtsausdruck nicht verbergen, als er Teach kleine Schwestern sah. Doch wo soll Ace diese gesehen haben? Sicherlich hatte Blackbeard nicht die Whitebeard Piraten an seinen Geburtsort gebracht, um ihnen seine Familie zu zeigen. Das einzige Mal, wo dies hätte passieren können, war bei Ace letztem Kampf gegen Blackbeard. Was, wenn Blackbeard Ace besiegte und in typischer Bösewicht-Manier er Ace einen Teil seiner Geheimnisse offenbarte, ihm seine Schwestern präsentierte? Doch was ist mit den zwei Schwestern passiert? Sind diese mittlerweile auch schon tot? Dies kann aber nicht sein, sonst hätte Ace sie ja nicht sehen können laut der Skizze. Nehmen wir doch mal eine Theorie, die schon länger im Netz rumkursiert, und zwar, dass Blackbeard tote Zwillinge hat, die in seinem Körper leben, also tote Föten. Was, wenn wir diese Idee verwerfen, aber sagen, was, wenn Blackbeard mit seiner Anziehungskraft seiner Finsternisfrucht sich seine zwei Schwestern einverleibt hat? Was, wenn dies immer sein Plan war? Vielleicht waren sie todkrank und wären eh gestorben. Dies könnte auch einen weiteren interessanten Aspekt Blackbeards erklären. Und zwar wirkt es so, als hätte Blackbeard drei Persönlichkeiten. Die erste Persönlichkeit ist die, die wir auf Chaya gesehen haben. Dort wirkte er ein wenig wie Ruffy. Lustig, sorglos. Er geht sogar so weit, dass er sagt, ein Mann sollte seinen Träumen folgen. Er wirkt schon fast sympathisch. Dann hätten wir die zweite Persönlichkeit, seine böse Seite, die wir immer öfter von Blackbeard sehen. Dies ist die Seite, welche auch Fetch tötete. Er ist habgierig und will seine bösen Pläne verwirklichen. Und dann hätten wir noch Blackbeards letzte Persönlichkeit, und zwar die Persönlichkeit, welche Angst hat davor zu sterben, wie wir gesehen haben, als Whitebeard Blackbeard packte auf Marineford. Die Persönlichkeit, die sich öfters mal etwas dämlich verhält. All das würde auch zu einem Mysterium in One Piece passen.
Denn damals auf Jaya machte Nami Zoro und Ruffy auf Blackbeard aufmerksam und nannte ihn er. Doch Zoro und Ruffy bezeichneten ihn als sie, also Plural, Mehrzahl, mehr als eine Person. Zudem haben wir ja immer noch diese Auffälligkeit, bei der wir bis heute nicht wissen, ob es Absicht ist oder einfach nur ein Zeichenfehler seitens Odas. Und zwar, wenn wir uns Blackbeards Zähne angucken, verändern sich diese irgendwie immer wieder. Mal hat er 3 Zahnlücken, mal hat er 4 Zahnlücken, mal hat er gar keine Zahnlücken. Ist das wirklich nur ein Zeichenfehler seitens Odas oder steckt da einfach mehr dahinter und soll uns mehrere Persönlichkeiten signalisieren? Bei diesen Skizzen müssen wir uns dennoch etwas zurückhalten, denn wir wissen bis dato nicht, ob die Skizzen sind, die es tatsächlich in den Manga geschafft haben, oder ob das nur Ideen waren, welche Oda wieder verworfen hat. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung doch dazu mal in die Kommentare, liked und teilt das Video und in nächster Zeit wird es mehr News aus dem One Piece Magazine geben. Deshalb abonniert den Kanal, um keine News mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!